Heute ist der 10.11.2010 und hier sind die Anzeigen des Tages. Heute, vor 143 Jahren, am 10.11.1867, bringt Anton Philipp Reclam den ersten Band der Reclam Universalbibliothek oder Reclam Heftchen, wie wir alle sagen, heraus. Und zwar dieses hier. Das ist natürlich nicht original, das erste. Goethes Faust, Teil 1, ein Klassiker der Weltliteratur. Lies mal rein. Bisschen windig und alles schon nass und zugeklebt. Es fängt an, Vorspiel vor dem Theater, Direktor, Theaterdichter, lustige Person, Direktor. Ihr beiden, die ihr mir so oft in Not und Trübsal beigestanden, sagt, was ihr wohl in deutschen Landen von unserer Unternehmung hofft. Dann geht's weiter, dann geht's richtig los. Mit dem berühmten Zitat der Tragödie, erster Teil: Nacht in einem hochgewölbten, eng gotischen Zimmer, Faust unruhig auf einem Sessel am Pulte. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Blablabla, dann geht das hier noch zig Seiten weiter und hört auf mit den Worten Heinrich. Heinrich. Ob der Faust jetzt ein Gretchen kriegt und was der Teufel da alles so zu tun hat, ruhig mal nachlesen. Gar nicht so schlecht, was der Goethe da damals geschrieben hat. So, und jetzt wieder zu was Spaßigem. Am 10.11.1945 wurde nämlich Willy Lippens geboren. Genannt wurde aber eigentlich immer nur Ente Lippens. Der Fußballer von Rot-Weiß Essen ist bekannt geworden durch einen legendären Platzverweis. Der hat der Schiedsrichter zu ihm gesagt: Herr Lippens, ich verwarne ihn. Und Lippens hat zurückgesagt: Herr Schiedsrichter, ich danke Sie. Da hat er ihn vom Platz geschmissen. Und noch einen Geburtstag gibt es heute. Roland Emmerich, der wird 55 und ich schenke ihm diesen Teddy. Hier den süßen kleinen Kuschel-Schmusen-Teddy, damit der Roland schmusen kann, was zu kuscheln hat, was zu liebhaben. Denn, mein lieber Roland, man muss in seinen Filmen nicht immer alles kaputt machen. Du bist jetzt 55, jetzt reiß dich mal zusammen und zieh dir die Ohren lang. Ein Gruß von Bruce, die erste Anzeige. Liebes Gasthaus Gummersbach in Essen, viel Spaß beim heutigen Gänseessen. Ist bestimmt wieder vorzüglich, würde gerne kommen, habe aber selbst eine Gans im Ofen. Naja, noch nicht ganz, aber so circa eine Stunde nach dem Ausruf. Liebe Grüße, Bruce. Nächste Anzeige. Probleme, auch nicht. Rückbank, nee. Rücke die Kuh, Rücke, nee, auch nicht. Rückschlag, Rückgrat, jetzt habe ich es. Rückgrat. Das tolle, freundliche, kleine Fahrradhäuslein in der Aquinostraße. Fahrrad kaputt oder gar kein Fahrrad vorhanden. Ganz so, Rückgrat, in dem Fall höchstwahrscheinlich laufend, weil das Fahrrad ja kaputt ist. Rückgrat, Aquinostraße. Das ist eine Anzeige von einem freundlichen Nachbarn. Es ist Herbst. Das Laub fällt und damit sind die Freunde und Helfer in Grün wieder besser zu sehen. Aufpassen in der Schillingstraße, da steht die Polizei wieder offen und hält Fahrradfahrer an, die falsch rumfahren. Also nicht falsch rum auf dem Fahrrad, sondern falsch rum in der Einbahnstraße. Dann sagen die mal halt hier, Geld raus und so. Oft da in der Schillingstraße, die Polizei, aufpassen. So, jetzt wird's musikalisch. Geil, ne? Noch keine Stunde gehabt, klingt aber schon super. Nächste Woche, am Dienstag und am Mittwoch, dem 16. und dem 17.11., ist das erste Kläng-Festival. Kläng! Das klingt noch so ein bisschen nach. Kläng! Kläng ist das Jazz-Kollektiv Köln und die spielen am 16. und am 17. um 20 Uhr im Subway Aachener Straße. Am 16. spielen Tobias Hoffmanns Fallschirme, das Nils Klein Quartett und Tobias Christel Lieblingsband. Am 17.11.
die freundliche Übernahme und Ensemble Tiefgang, das Pablo Held Trio und Frederik Küster Quartett. Küster oder Köster? Kann ich nicht lesen. Küster, Frederik Küster Quartett oder Frederik Köster Quartett. Karten gibt's an der Abendkasse, 16.17.11. Subway, mehr Jazzmark. Zum Schluss gibt's hier immer noch einen Tipp von meiner Oma. Heute mal für Schweinslederjacken oder Schweinslederhosen. Mit Lederseife oder auch mit 10%iger Kleesalzlösung lässt sich Schweinsleder super reinigen. Falsch ist es, Benzin zu verwenden. Hierdurch entstehen dunkle, schwarze Flecken. Und so eine Jacke brennt natürlich auch besser. So, das war's von mir. Hier klebt schon wieder alles zusammen. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen es Patch 22 in der Schellenstraße 22. Die sagen es mir, ich sag's dem Pferde. Jeden Tag 16 Uhr hier vor der Agneskirche. Wenn Markt ist, auch um 12 Uhr auf dem Sudermannplatz. Samstags 14 Uhr vor der Agneskirche oder rund um die Uhr im Internet. Da ist auch schön trocken. www.derschwarzebrett.de. Tschüss! Woo!